Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 3. Und wir sitzen hier gerade mit Mike und einem tollen Leck im Park mit unserem Papa und der hilft uns gerade bei den Hausaufgaben. Das ist wunderbar. Meine Mutter wollte eigentlich, sie ist noch immer nicht gefahren, was ist denn da los? Wollte eigentlich ins Fitnessstudio fahren, damit sie da aufs Klo gehen kann und ihre Hygiene etwas aufbauen kann, denn wir besitzen leider nicht... Achso, warte mal, was wollte ich denn da eigentlich noch machen? Kochen kann ich ja, glaube ich, gar nicht. Warte mal, das wollte ich noch gucken. Wir brauchen eine offene... eine offene Feuerstelle... Genau, tragbare Feuerstelle, die brauchen wir noch. Oh, das ist teuer. Uiuiuiui. Dann brauchen wir noch Sessel. In irgendeiner tollen Farbe. Schwarz. Wir nehmen braun. So. Wir nehmen mal 3 Stück. Genau, die Dusche können wir uns jetzt dann leider nicht mehr... leisten, aber das macht nichts, denn wir machen jetzt erstmal hier, genau, wir gehen jetzt erstmal ins Fitnesscenter. Genau, muss ich eigentlich arbeiten? Sonntag, Montag muss ich arbeiten, okay. Da muss ich halt immer schauen, dass Ryan vielleicht immer zu seinem Vater gehen kann, damit die Beziehung da auch besser wird. Tipp. So, wer bist denn du? Wer bist du, oh du? Okay. WC. Wir haben schon wieder einen Lag. Wo ist der Mantel und Weibel? Da ist Weibel. So, jetzt gehen wir erstmal da benutzen. Rumschmusen, Techtelmechtel. What the hell? So. Meine Güte. Gut, dann haben wir hier oben... Ah, hier hätten wir beides zusammen. Da ist das auch rechts wieder. Ne, da oben ist es links. Okay, dann gehen wir hier mal duschen. Und dann müssen wir nachher gucken. Gucken. Da haben wir nur einen Pool. Da haben wir auch einen Pool. Irgendwo... Warte mal. Fähigkeiten angeln, Stufe 1. Boah, scheiße. Ja... Wir gehen dann einfach hierhin angeln. Ah, das ist so weit weg. Echt jetzt? Ah, das ist zu hoch. Das dürfte wahrscheinlich auch zu hoch sein. Da hält man noch einen Teich. Puh, schwere Entscheidung. Ganz, ganz schwere Entscheidung. Ja, dann werden wir einfach hier hingehen und mal angeln. Hoppala. Angeln. Ja, nein, vielleicht, hab Angst. Okay. So, Mike. Nein, das war's doch nicht. Wieso gehst du nach Hause? Was geht mit dir? Hygiene. Du könntest eigentlich auch gleich mal mit deinem Papa... eigentlich hier ins Schwimmbad fahren, aber das geht jetzt wahrscheinlich wieder nicht, gell? Am Feuer sitzen. Bist du so tollpatschig oder was ist los? Ah, du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist immer toll. So, der tragische Clown, der ist bald weg. Eine halbe Stunde noch, grob gesagt. Also eine halbe Sim-Stunde noch. Das muss man beachten. Eine Sim-Stunde ist ja nicht gleich... Wer ist denn das? Kyle Anderson, Eigentümer. Aha, von was denn? Okay, die Beziehung zum Vater, die ist gar nicht mehr so schlecht. Die Zuneigung zwischen den Sims Fiddle Hope und Astrid Pertridge scheint sich zu verstärken, nachdem man hört, wie sie offen über ihre verrückten Kussfähigkeiten diskutieren. Aha, ja, nicht schlecht. Wer ist das? Okay.
Chesterfield. Nehmen wir das Chesterfield. Okay, warte mal. Ah, Hilfe. Chesterfield. Ich bewundere Sims, die sich die Mühe machen, etwas Neues zu lernen. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Wer bist du denn? Vor allem, wo bist du? Aha, im Fitnesscenter. Und wo bist du gerade? Ah, okay, du bist erst rausgegangen. Okay. Ja, bitte, wenn du meinst. So, Junge. Du wirst jetzt hier ein bisschen planschen. Warte mal, du rufst jetzt vorher noch deinen Papa an. Nach Hause einladen, plaudern. Okay, dann lass mal das mal. Dann gehst du jetzt einfach nur so schwimmen. Was, da kann ich angeln? Lol. Wir gehen hier schwimmen. Genau, durcheinander. Wenn Sims mit dem falschen Bein aufstehen, macht sie das maulig. Eine Nacht durchschlafen, hebt die schlechte Stimmung wieder auf. Wegen Mürrisch-Merkmal. Genau, das hat er ja bekommen, weil wir ihm irgendwas nicht beigebracht hatten. Was war das denn noch? Ich glaube, das Laufen. Wipke-Song. Davy Cho. Was, du magst nicht heiraten? Wieso willst du deine Mama nicht heiraten? Willst du ja echt nicht heiraten? Ah ja, das ist wirklich bindungsphobisch. Das ist ein Scheiß. Ja, das ist ein bisschen ein Scheiß, dass der bindungsphobisch ist. Würde nämlich heißen, dass die Beziehung hier total den Bach runtergeht. Aber was willst du machen, ne? So, was hat sie denn? Hat sie bisher schon irgendwas gefangen? Weil wir möchten heute mal Fisch essen. Gefangen hat sie noch gar nichts, weil sie gerade erst angefangen hat oder so. Ah, okay. Gut. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Da ist ein leeres Grundstück. Bei welchem Haushalt? Ich glaube hier Chesterfield, oder? Ja. Leider hat Nora Hope bei der heutigen Lottoziehung nicht gewonnen. Ob sie wohl mehr gewinnt, wenn sie mehr ausgibt? Keine Ahnung. Ah ja, genau. Hier saßen wir ja eh auch mal und haben gegrillt. Unseren Fisch. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Sachen machen. Der Junge macht ein bisschen Sport, gell? Ja. So. Ich hoffe nur, dass viele hin und her... Genau, hierher schwimmen. Hector Mendoza, den braucht man nicht. Mike Hope ist schwimmen gegangen. Der Augenblick, wenn man ins Wasser eintaucht, bleibt einen immer in Erinnerung. Ja, das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich super. So, Nora hat zum ersten Mal einen Fisch der Gattung Goldfisch gefangen. Sie wird sich immer an die Freude erinnern, als sie ihn an der Leine zappeln sah. Naja. Fischen, Angeln Level 2 erreicht. Kröte, okay. Die können wir dann auch grillen, glaube ich. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass du hier die Energie nicht verlierst, gell? Es fängt an zu regnen, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht und vor allem, Hunger hast du eigentlich gar nicht, noch gar nicht so viel, gell? Du gehst dann schnell duschen. Du kleptomanisch bist du nicht zufälligerweise, gell? Nee. Weil dann könnten wir uns die Sachen hier alle zusammenklauen. Ah, okay. So, warte mal, wenn sie jetzt noch was angelt, zufälligerweise. Angelst du noch was? Aha, einen zweiten Goldfisch. Was, dann wirst du zu Hause gehen und wirst dann auch nach Hause gehen.
So, so einen großen Fisch. Sehr schön. Du hast schon beendet. Gut. Der Kleine geht duschen. Ich meine, von der Grafik her ist das schon geil irgendwie. Schon cool. Aber ich bin halt noch nicht so ganz drauf gekommen, woran das Ruckeln jetzt wirklich liegt. Einige Sims sind einfach unpünktlich. Dennis Chesterfield kommt zu spät zur Arbeit. Dennis, wieso tust du das? So, du bist bald zu Hause, nehme ich an. Naja. Oder, wo sind wir denn? Es dauert noch. Es dauert noch. So, der kleine Mann kommt jetzt dann auch nach Hause. Der wird dann einfach, wenn er zu Hause ist, einen kleinen Apfel essen. Und dann kann er sich schon aufs Ohr hauen. Aber die Mami ist jetzt vor ihm daheim. Das macht aber auch nichts. So, der Kleine wird hier oben schlafen. Und sie macht sich jetzt etwas, wenn er Feuer anzünden. So, passt schon. Feuer sitzen. Nee, warte mal, jetzt müssen wir mal warten, bis das Feuer angezündet ist. Das ist aber schön, dass auf einmal alles erhellt. So, etwas rösten. Den Erlitze. Hallo! Ja, nee, Junge, du brauchst nicht mehr essen. Okay. Carmen ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt. Und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für die Zukunft von Carmen spielen, kann sie einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Aha, okay, wie sieht denn Carmen jetzt eigentlich aus? Weil immerhin ist das ja die Tante von Mike. Die gehört ja doch irgendwie zur Familie. Hallo? Wie siehst denn du aus? Ich glaube, du siehst gar nicht mal so schlimm aus. Ah, Glückwunsch. Carmen hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Carmen muss am Montag um 5 Uhr am Arbeitsplatz sein. Um 5 Uhr? Okay, jetzt habe ich irgendwas verpasst, glaube ich. So, du hast jetzt einen Apfel gegessen. Du gehst schlafen um 10 Uhr am Abend. 10:30. Was ist mit dir? Du klingst irgendwie so, als würdest du den Fisch nicht genießen. Nicht rotbarer Sim. Der Blick sieht auch nicht unbedingt so erfreut aus. Wieso denn nicht? Okay, Hunger. Ja gut, also, dann machen wir Feuer, das Feuer machen wir aus. Damit ja nichts passiert. Und dann geht die liebe Dame auch schlafen. Nach Hause gehen. Schlafen. Gut. Oh, schau, ein Reh. Boah, das ist aber ganz nah bei uns vorbeigegangen, ha? Nicht rutbarer Sinn. Düm, 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 düm. Hopp, 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 hopp. Ach ja. Gut. Die Zeit vergeht. Wir müssen dann dringendst mal mit Ryan hier
Genau, eigentlich wollte ich ja ein Date mit Ryan haben, gell? Musetag. Ich glaube, dieser Flirt-Tag ist eh schon vorbei, gell? Und solange Mike noch klein ist, wäre es halt auch nicht schlecht, weil dann kriegen die deinen Namen. Gute Frage, nächste Frage, gell? Wie machen wir das jetzt am besten? Es liegt alles am Schreibstil. Ein Hauptwort dort, ein Verb da, verflochten in einer Geschichte von Liebe und Verrat. So hält man seine Leser bei Laune, erklärte Sidney Preston, als sie einem Freund die Geheimnisse eines guten Romans näherbrachte. Hoffen wir mal, dass ihre Schreibfähigkeiten tatsächlich so gut sind, wie sie uns glauben machen will. Ja. Okay, warte mal. Machen wir kurz die Zeit hier. Warte mal. Reset Sim Kyle Anderson. Und Reset Sim Jennifer Sato. Ist ja die Frage, ob die das so machen, gell? Fahrzeuge wurden gelöscht. Das wurde ausgeschalten. Hausaufgaben wurden abgeschlossen. Der Fisch wird sicher schlecht. Normal. Normal lecker. Das heißt, den kriegt der Kleine. Kann der eigentlich am Feuer sitzen? Okay. Ah, das sind die Geister hier, gell? Mike Hope beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Oh, scheiße. Schau, wen haben wir denn da? Oh, okay. Daisy Romero und Daniel Romero. Oh Gott, ich glaube, die sind ja verbrannt. Uiuiuiui. Eieieiei. Okay. Das ist blöd. Hä? Ich dachte, ich habe das Handy. Ach Gott. Ich dachte, ich hätte das repariert. Dachte ich. Falsch gedacht. Ha. Kröte. So, wer ist denn zuerst wach? Die Mutter. Fünf Uhr morgens. Wann fängt die Schule nochmal an? Ich glaube um... mit Ryan zusammenziehen. Oh, Baum züchten. Oh, das tu mal weg. Der Schulbus für Mike kommt in etwa einer Stunde. Er hat die Alimente bezahlt. Gut, also Mädel, mach das hier an. Durcheinander. Ich hoffe, er ist jetzt da nicht durcheinander. So. Es ist ziemlich frisch, glaube ich, noch. Okay, es ist eigentlich gar nicht mehr frisch. So, etwas rösten, den Goldfisch. Ah, junge Liebe, kommentierte ein Zuschauer, an denen Phil Hope und Gabriele Ornales vorbeischlenderten. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, als die Verliebtheit doch frisch war. Aha. Das dachte ich, der ist mit der Anna. Armer Emmett Preston und Sidney Preston, sie sehnen sich immer noch nach einem gemeinsamen Haus und können einfach keines finden. Oje. Eieiei, könnt ihr nicht einfach warten, bis der Papa gestorben ist? So, aufstehen, Junge. Es gibt Frühstück. Nein! Ah, da kommt um. What the hell? Wow! Um 7. Wieso ist der Bus jetzt gefahren? Achso, der steht da. Okay. Junge, du musst dann nachher selber... Was war das denn jetzt? Der Schulbus für Mai kommt in etwa einer Stunde. Ja, warte mal.
Outfit wechseln. Zur Schule gehen. So, offenbar hat dir der Goldfisch diesmal besser geschmeckt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, gell? Hier kannst du jetzt, genau, deinen Garten kannst du pflegen. Jetzt gibt es erstmal gutes Fischipapi, gell? So, der Kleine macht das aber schon ganz schön professionell, muss man sagen. Professionell. Huh. Ja, Chipsuba. Ja. Das ist ein tolles Foto, oder? So kann man das auch noch machen, ja? Nochmal. So, in der Schule wirst du dann mit Freunden sprechen. Deine Mami pflegt hier gerade den Garten. Alraune. Kann geerntet werden. Genau, ich wollte das ja eigentlich mit Dingens machen, gell? Mit Gärtnern. Okay. Um Verabredung bitten? Ryan geht zur Arbeit. Scheiße. Gabriela Ornales und Phil Hope haben den nächsten Schritt gewagt und sind nun fest zusammen. Aha, okay. Na, wenn das mal was wird, ha? Das ist ja eine gute Frage. Was willst denn du jetzt? Nein, du sollst nicht lesen, sondern du kannst ja deinen Garten weiter pflegen. Düngen mit und ernten. So, er geht zur Arbeit, er geht zur Schule. Sohn. Es ist halt scheiße, wenn der Kleine krank ist, gell? Das Sommerfest, das ist gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie lang Ryan arbeiten muss. Fähigkeit schreiben lernen, zum Fonds Sommerfest gehen. Level 6 der Garten-A-Fähigkeit lernen. Ach du Kacke. Mann, wieso ist das so viel? Okay, warte mal, wir machen das. Zitronenbaum. Raju. Anitong. Okay, das ist schon mal sehr gut, dass wenigstens nicht gesagt wird, ja, wir haben nichts gefunden. So, Feuer ausmachen. Bevor der Tag jetzt... Ach du Kacke, ich muss wieder unbedingt... Ich muss unbedingt... Was muss ich unbedingt machen? Ich muss unbedingt wieder ins Fitnessstudio gehen. Ja, es wäre halt nicht schlecht, wenn sie sich ein bisschen unterhalten würde, gell? Aber schau, wie toll sie das macht. Den Garten pflegen. Schau. Ah, das ist halt ein bisschen doof, wenn sie nichts anhat, gell? Madame. Das macht man so nicht. Ein paar Fotos machen, schlecht geschlafen, wegen billigem Bett. Willst du mich verkackeiern? Bist du eigentlich kleptomanisch? Nee, gell? Gut. Dann machst du die Sachen hier, dann... Rechnungen. Rechnungen bezahlen und dann kannst du wieder ins Fitnessstudio fahren. Ja, da ist schon wieder ein Reh. Zur Natur bezogen ist sie doch gar nicht, oder? Nö, sie hat nur einen grünen Daumen. Okay. Also nichts von wegen lieb die Natur oder so. Warte mal, wie lang? Er ist warm. Keine Schreibfläche um... Ist der schon wieder von der Arbeit zurück? Okay. Ja, dann wird sie ihn nachher einfach mal anrufen, gell? Schauen wir mal, wo er sich gerade rumtreibt. Er ist noch auf der Arbeit.
Ja, gut. Was sollst du da machen? Du bist jetzt dann hierhin unterwegs. Dann werden wir dich gleich hier nach oben schicken. Haben gesagt, es ist hier duschen und benutzen. Ah, ne, warte mal, mach mal andersrum. Hier duschen, benutzen, so, damit das gleich in einem durch ist. Und dann wirst du ihn noch nicht ganz anrufen können, aber du rufst ihn da mal an und sagst einladen nach. Gut, ich werde hier jetzt aber erstmal einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo sie dann vielleicht ein Date hat mit ihrem Freund. Zusammenziehen, das wäre halt schon irgendwie toll. Wer ruft dich denn jetzt an? Wurscht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.